Liebe Schwestern und Brüder, aller guten Dinge sind drei, so sagt man hier in Deutschland. Vielleicht erinnern Sie sich noch, in früheren Zeiten haben die Pfarrer gerne in drei Punkten die Predigt abgehandelt. Da gehörte es zur Predigttheorie, dass diese drei Punkte leichter im Gedächtnis hängen bleiben. So mancher Predigthörer hat sich allerdings bei redseligen Pfarrern danach gesehnt, bis der Prediger endlich zum dritten Punkt und damit in die Nähe des Predigtschlusses kam. Auch ich möchte heute eine 3-Punkte-Predigt halten und hoffe, dass Sie nicht einschlafen. 3 Punkte, weil uns das Fronleichnamsfest ein Dreifaches sagt. Erstens, an Fronleichnam gehen wir aus der Kirche hinaus. Wir verlassen einen ummauerten Raum, feiern unseren Gottesdienst draußen, auf dem Marktplatz zum Beispiel, und gehen auf die Straßen hinaus. Das könnte uns lehren, dass wir als Kirche die Aufgabe haben, das weiter zu suchen. Allerdings nicht im Sinn von feige davonlaufen, sondern in der Spur eines Jesus gehen, der zu einem großen und weiten Leben befreien möchte, ohne Angst vor kleinlichem Denken. Jesus traut uns zu, dass wir leben können, ohne dass man uns alles kleinlich vorschreiben und kleinkariert festlegen muss, dass wir uns fragen, was in seiner Willensrichtung ist. Einer der meist gesungenen Psalmverse in unserem Gotteslob heißt: Du führst uns hinaus ins Weite. Und das sollten wir auch ernst nehmen. Anstatt Angst zu haben vor zu viel Weite und lieber im gewohnten Stall zu bleiben, als frische Luft zu wittern. Die Kirchen können Sicherheit geben. Das stimmt, aber dort kann einem auf Dauer auch leichter der Stahlmief die Nase hochgehen. Ein zweites, was wir vom Fronleichnamsfest lernen können: Fortschritte machen. Wir ziehen normalerweise in einer Prozession durch die Straßen. Das lateinische Wort procedere heißt vorwärts gehen, voranschreiten, fortschreiten. Wer eine Prozession machen will, darf nicht auf der Stelle treten, sondern muss fortschreiten. Und das gilt auch im übertragenen Sinne. Kirche darf nicht auf der Stelle treten, sondern muss sich weiterentwickeln. Sie muss Schritt halten mit den Menschen, muss beweglich bleiben, um immer neue Wege zu finden, sich unserer Welt mitteilen zu können. Nicht stehen bleiben bei dem, was war und nun nicht mehr funktioniert.
sondern zu gehen auf die Menschen zu und in die Zukunft hinein, damit Kirche eben nicht stehen bleibt, sondern immer noch Zukunft hat. Und ein drittes, was wir als Kirche vom Fronleichnamsfest lernen können, nämlich Christus hochhalten. Wir machen das, wenn wir die Hostie in die Monstranz stellen und hochhalten. Damit bringen wir zum Ausdruck, Christus ist uns heilig. Mehr noch, er ist unser Allerheiligstes. Er ist das Wertvollste, was wir an unserem christlichen Glauben haben. Er ist uns so wichtig wie das tägliche Brot. Ohne ihn können und wollen wir nicht leben, nicht ohne sein tröstendes und ermutigendes Wort, nicht ohne seine Zusage eines erlösten und befreiten Lebens, nicht ohne die Gemeinschaft, die er um seinen Tisch versammelt. Liebe Schwestern und Brüder, heute eine Drei-Punkte-Predigt, das Fronleichnamsfest mit seinen drei Ratschlägen an uns. Die Weite suchen. Unsere Kirche braucht ein weites Herz, einen weiteren Horizont, raus aus dem Stahlmief, dem Altvertrauten. Voranschreiten und nicht auf die Stelle treten und darauf beharren. Das war schon immer so. Und Christus hochhalten, damit alle sehen, er ist das Allerheiligste, das wir haben. Ich hoffe und bete, dass diese drei Punkte in unserer Kirche und in unserem Leben sichtbar, sehbar und verwirklicht werden. Dazu helfe uns der barmherzige Gott. Amen.